Zur Abwechslung gehen wir jetzt einfach nochmal Trails fahren. Ich zeige euch, welche Route ich so tagtäglich einfach mal nehme. Ich springe jetzt das Teil erst einmal. Servus, herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem New Line Projekt. Es hat jetzt, zumindest da wo ich jetzt das Video hier aufzeichne, hat es ein bisschen länger gedauert, dass es keine Videos mehr gekommen sind. Das lag unter anderem daran, dass bei uns das Wetter eigentlich ziemlich beschissen war und dass ich kein Fahrrad hatte. Das ändert sich aber jetzt halt. Jetzt gibt es den zweiten Teil von unserem New Line Projekt. Endlich wieder hier. Jetzt halt nach so, ja, ungefähr 4 Wochen bin ich endlich wieder hier oben. Es hat ordentlich geregnet und zwischendurch glaube ich auch geschneit. Erst bei der letzten Stunde, wo wir stehen geblieben sind. Ich fahre mich jetzt wieder wegen warm. Nach 4 Wochen endlich wieder Fahrrad fahren. Beziehungsweise endlich wieder Enduro fahren. Zwischendrin war ich noch mal im Radquartier. Aber jetzt endlich wieder hier fahren. Ich habe mega Bock. Let's go! Einzige, was mir jetzt aktuell irgendwie nur nicht so gefällt, ist, dass es jetzt gut windig ist. In unserer Drop-Galerie geht es auch eigentlich immer noch ganz gut. Gut, hier an der Seite ist halt immer ein wenig so Sachen mit abgedingst irgendwie. Aber sonst ist es alles richtig gut. Mir ist letztens auch aufgefallen, dass wir hier oben die 4. Stufe hier auch springen können. Und somit hätten wir dann einfach 4 Stufen, was eigentlich, ja, sehr nice. Jo. Aber irgendwie fehlt mir da noch ein wenig Pop in der Gabel. Nur kurz, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt so oft über mein Gabel-Setup rede. Das liegt daran, dass ich quasi fast einen kompletten Full-Service bekommen habe. Die Gabel bei Fox war und ich da viele neue Teile mit reinbekommen habe, weil da anscheinend irgendein Baufehler mit drin war. Das haben sie auch gemacht, haben auch neue Dichtungen mit rein und scheint irgendwas daran verändert an meinem Gabel-Setup. Das ist jetzt viel weicher und läuft allgemein wenn geschmeidiger. Und deswegen kann ich nicht mehr so krass abspringen, sondern ja, das staucht sich wegen zusammen alles, sag ich einfach mal. Und deswegen probiere ich da jetzt noch ein wenig rum. Aber ja, no hand werden wir heute, glaube ich, schon schaffen. Was ich auch irgendwie wenig erstaunlich finde, ist, dass der Sui besser klappt mit der neuen Gabel als mit der alten. Ich meine, das ist ein komplett neues Setup quasi. Muss viel mehr reindrücken bei dem Absprung. Aber es läuft viel besser. Viel geschmeidiger, du kannst locker. Das ist so krass. Aber jetzt machen wir das, wofür wir eigentlich hochfahren sind. Und zwar, jetzt bauen wir weiter an der neuen Line. GoPro ist zwar leer, aber ich zeige euch jetzt noch kurz das Endresultat. Ich habe jetzt in der Mitte wegen was rausgeholt an Sand, habe das dann noch mit hin und hinter dem Sprung dahinter habe ich auch noch wegen Sand mit rausgeholt und ist einfach damit in die Landung mit rein. Ich habe mich jetzt einfach wegen eingefahren, das habe ich jetzt mal nicht mit aufgenommen, weil ja, ich mache da meistens immer nur dasselbe. Aber Ziel für heute ist auf jeden Fall Landung fertig zu bekommen. Und eventuell schon mit dem Absprung anzufangen. Das weiß ich allerdings noch nicht, ob das hinhaut, weil ich musste mal gucken von der Richtung her, in welche Richtung wir dahin wollen. Der aktuelle Stand schaut ja so aus, dass wir hier einen Absprung hin haben, da dann die Landung und da vorne dann irgendwo in die Richtung den Absprung mit hinbauen. Genau, das müssen wir mal gucken, wie das ist. A few moments later.
Ich habe jetzt die Landung fertig bekommen, die hat nur noch ein wenig so einen Feinschliff gebraucht, sage ich einfach mal. Ich springe jetzt das Teil erst einmal und dann schauen wir mal, wo wir den Absprung mit hinsetzen. Ich fahre jetzt erst einmal an und dann ziehen wir ihn durch. Anfahrtsversuch 2, incoming. So. Der Sprung ist geglückt. Ich habe insgesamt 3 Versuche gebraucht, bis ich ihn endlich gestanden habe, weil das Problem war, dass ich beim ersten Anfahren irgendwie wegen weggerutscht bin oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, was da war. Servus und welcome back zu Tag Nummer 3. Der Plan war eigentlich ganz simpel, den Absprung bauen und einfach wegen Fun haben, aber es kam alles anders, seht einfach selbst. Als erstes muss ich jetzt einfach mal kurz ein paar Steine holen. Zur Abwechslung gehen wir jetzt einfach nochmal Trails fahren. Ich habe ja geplant, im Sommer jetzt hat Enduro vielleicht auch ein Downhill-Rennen zu fahren. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal kurz auf die Trails. Ich zeige euch, welche Route ich so tagtäglich einfach mal nehme, so als Training. Das ist ganz gut für die Ausdauer, als auch fürs Bergrunterfahren. Genau, zeige ich euch, ab geht's. Nur mal kurz noch so zur Info, das Stück ist recht sprintstark. Bedeutet, es geht ordentlich auf die Lunge. Und ja, wie will ich sagen, an diesem Stück war einfach die Puste raus. Ich kann es nicht anders sagen, ich hatte 4 Wochen lang nicht mein Fahrrad und meine Ausdauer hat sich gefühlt wieder auf den Nullpunkt abgesenkt. Es kommt gleich noch wer, deswegen fahre ich jetzt einfach noch mal die Line, die neue. So. Ich habe mich wieder regeneriert. Jetzt gibt's Runde Nummer 2. Okay, der Start war schon mal richtig beschissen. Der zweite Run war, wie es vielleicht viele von euch denken können, nicht viel besser als der erste. Ich musste mich sogar früher schon wieder hinsetzen, weil ich einfach überhaupt nicht mehr konnte. Das Sprinten ist aktuell noch so ein Ding von mir, das muss ich noch ein bisschen verbessern. Aber der Run, ich habe ihn, glaube ich, ganz gut runterbekommen.
Run Nummer 3. Diesen Run, wenn man es so nennen will, den habe ich schon im oberen Abteil abgebrochen. Einfach deswegen, weil meine Puste heraus war. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 4 Stunden auf dem Fahrrad und habe echt versucht, noch ein bisschen an meiner Leistung rumzuschrauben, dass ich die noch ein bisschen mehr hochkriege. Aber es hat halt wirklich nichts mehr gebracht und deswegen habe ich mir einfach so als chilligen Run noch mit runtergebracht. Das war's mit dem Video. Im nächsten Video bauen wir dann den Absprung und die Landung vom nächsten Double. Das kommt aber auch ein bisschen aufs Wetter mit drauf an. Gerade schifft es nämlich auch schon wieder. Sonst kommt einfach eine Reaction oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau, bis zum nächsten Mal. Servus.